Sollten wir jetzt alle unsere Katzen mit Kaffee füttern, um dann ein noch besseres Ergebnis zu erzielen? Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir hier alles über Kaffee. Die Rede ist natürlich von diesem unsäglichen Katzenkaffee, berühmt geworden durch den Film Das Beste kommt zum Schluss, wo man letztendlich behauptet, es wäre der beste Kaffee der Welt, weil er letztendlich in dieser Schleichkatze vorfermentiert wurde. Also die Katze sammelt diese Kaffeekirschen, frisst die letztendlich auf, diese Bohnen gesammelt, geröstet und dann geglaubt, dass es ganz besonders toller Kaffee wäre. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Alfred Brehm hat 1883 schon bemerkt, dass die Einheimischen, sagen wir, diesen speziellen Kaffeebohnen eingesammelt haben. Das hatte aber einen ganz anderen Grund. Und zwar war das die Kolonialzeit und die Kolonialherren haben einfach nicht zugelassen, dass die Einheimischen Kaffee von den Kaffeeplantagen bekommen. Die sind dann quasi durch den Wald gelaufen, haben halt gesehen, okay, die Tiere, die fressen das. Zurückbleiben letztendlich Kaffeebohnen und aus der Not heraus haben sie die dann geröstet und dann letztendlich einen Kaffee daraus gemacht. Also man kann tatsächlich 100, 150 € pro Kilo Rohkaffee für einen Kopi Luwak letztendlich bezahlen. Der kommt aus der Ecke Indonesien. Also freilebende Schleichkatzen produzieren im Jahr rund 300 Kilo. Mehr sind das gar nicht. Die muss man da erstmal finden und sammeln. Deswegen sagen wir, die Kaffeebauern sind ja auch nicht blöd, haben letztendlich dann die ausgedienten Käfige, die wir hier von der Hühnerhaltung letztendlich kennen, die sind nicht weggeworfen worden, die sind dann nämlich alle hinverfrachtet worden. Da hält man dann die Schleichkatzen, füttert die dann ausschließlich tierquälerhaft mit den Kaffeekirschen, damit die wieder ausgeschieden werden und verkaufen dann diese Ware dann sehr, sehr teuer an uns Europäer, weil wir glauben, dass es was ganz Tolles ist. Und dann ist es auch so, dass tatsächlich viel mehr sogenannter Kopi Luwak am Markt verkauft wird, als überhaupt grundsätzlich produziert wird. Das heißt, es ist mehr als doppelt so viel wird im Markt verkauft, als tatsächlich an Produktionsmenge da ist. Das heißt, die Leute merken den Unterschied gar nicht. Es gibt sogar auch eine Untersuchung der TU München. Die haben das mal festgestellt. Also einmal haben die Kaffeebohnen untersucht, mit und ohne Katze. Und man hat tatsächlich keine signifikanten Messwertunterschiede feststellen können. Was ja natürlich auch in der Natur der Sache liegt. Diese Kaffeekirsche will ja von Tieren gefressen werden. Schützt die natürlich auch das Saatgut in der Kirsche, damit es dann eben im Magen nicht kaputt geht, weil die leben ja davon. Also Tier frisst Kaffeekirsche, geht irgendwo hin, scheidet aus, neue Pflanze kann entstehen. Da passiert mit der Bohne so gut wie gar nichts. Aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge und ich rate euch, lasst einfach die Finger davon, das ist Geldschneiderei. Dem Tierwohl dient das auch nicht wirklich.